Moin Moin und willkommen zurück zum 28. Spieltag mit dem FC Arsenal in der Premier League heute. Spiel beim Tabellen, ich glaube, 14. Wenn ich mich nicht ganz täusche, oder? Ja, beim Tabellen 14. bei West Bromwich Albion. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein bei den Baggies in die Partie. Wir heute in Rot und Weiß. Die Baggies zu Hause in Blau und Schwarz, in Gelb, ja, hä, Blau und Schwarz, was? Blau und Weiß natürlich. Was ist denn heute los? Wir werden noch mal ein bisschen umstellen, denn der ein oder andere ist nicht mehr ganz fit. So wie zum Beispiel heute Jagger immer fällt Styler, ich sage auch, sie wird heute zum Beispiel Campbell mal reinrotieren für Chamberlain, der eine Pause bekommt. Ramsey auf die zentrale Kassel-Kuckler raus dafür Milan Niles mal rein. Holding wird mal in die Innenverteidigung auf die Bank rutschen, weil Chambers heute mal spielt für Koscielny. Und dann muss es so gehen? Also ein paar Veränderungen minimal heute bei uns. Parallel nichts anderes auf der Agenda. André Marinier oder Marinier wird die Partie leiten. Und damit gehen wir rein ins Halfbrones zur Partie zwischen West Brom und Arsenal. Gehen wir rein ins Spiel hier in Saffrons zum Spiel West Brom gegen den FC Arsenal. Von Tyler und Adam Smith, die hier nicht die Partie. Angerichtet hier bei West Brom, da ist ja auch schon der Baggies. Benjamin van Lea am Tor, dann Dawson, Wilson, Evans, Nyom, Livermore, Jacob, Phillips, McLean, Chudley und Rondon im 4-2-3-1. Ego und Gilleri, Galloway, Frick, Murphy, Bank. Bei uns in der Aufstellung ja kennen und ein Blick auf unsere Aufstellung, die wir noch mal kurz reinschauen: Campbell, Welbeck, Sanchez, Casola, Nelson, Ramsey, Tony Chambers, Musa, Velerin, Chesney. Die Bank sind wir kennen. Wir die Party und West Ham eröffnet, West Brom eröffnet West Ham. Mann, auf geht's, Livermore, Evans, Dawson, Phillips, kein doch. Erste Aktion, Jonathan, gut 4 Minuten. Mit Tony und Carter, mit Welbeck, Miles
Ramsey, Gasola, Kempel, gegen Van Leer. Wieder auf mit Batterien. Dawson. Danke. Kopfball. Du. Ja. Und sie dann nicht. Rondon mit dem siebten Saisontor in 11 Minuten. Die erste und zweite Torschungs. Und für die Gastgeber. Auf geht's. So, und jetzt müssen die Gunners hier mal wieder aufpassen. Bellerin mit Sanchez. Niles. Campbell kommt nicht durch. Ramsey. Niles, der schiebt den Ball dann nicht ins Tor. Er schiebt den Ball am Tor vorbei. Das darf nicht wahr sein. Mit Niles macht das gut und dann will er den Ball in die lange Ecke legen und scheitert nach 14 Minuten. Ist das bittere Chancen, muss man reinmachen. Nur langer Ball. Was für ein Ball wieder für Phillips, aber abseits von Phillips. Freistoß für Turney. Kurzer Ball. Mit Gasola, mit Turney, Gasola, auf Welbeck, Welbeck schlechter. Spielaufbau, Phillips, gut gespielt, Livermore, der Ballverteiler, Ramsey diesmal dazwischen. Der Ballverlust, aber ist wieder da, gut gemacht, Ramsey. Und da ist Niom da. Ablage Kemp. Gasol die Flanke und da ist Ramsey. Der ist da, gute Parade. Phillips, Chudley, Phillips und Mustafa dazwischen mit Niles, schlechter Pass und die Belgis nochmal, Niles ist nochmal dazwischen, kann den Ball nicht kontrollieren. Dazwischen, Welbeck, Sanchez, Gasol, Turney, danke. Möglichkeit am Land. War ja, von. Ich glaube, der nicht gut ist und. Nochmal. Variante. Nicht das geplant war, wie sie eigentlich geplant war. Chambers nochmal abgelegt. Dann. Los und jetzt die Konterchance. Ist nein, Niles dazwischen wichtig. Er sucht eine Anspielstation, findet sie auf Gasola. Gasola. Campbell außen. Campbell. Stopp von den Gang. Wie man es hier gewohnt ist. Sanchez. Gasolas Kopfball möglich. Kopfball abgelegt. Der ab. Gibt. Ist gepfiffen. Nein. Große Flanke. Lyon. Die Baggies, das ist. Ball ins Zentrum, wieder nach außen, Jom,
Da sind. Das ist jetzt richtig Platzwirtschaft. So, Seite geht. Bei Flanke Turni wichtig. Und dann kriegen wir es geklärt. Mit Miles, mit Welbeck. Campbell. Campbell. Rückgelegt. Miles. Flanke Chambers richtig, Chambers, der Kopfball. Da wäre aber nicht gut rund uns ab. Das ist nicht mehr. Ist 43 Minuten, also. Wie. Dass die Bags hier heute. Welbeck, Danny Welbeck, zum für die Gunner. Leute im ersten Durchgang. Soller, Eckball, diesmal die kurz Variante. Ach, das ist der Ball kommt doch vom Gegner. Da kann abseits Dawson mit Wilson außen klärt, weil er mit jetzt. Tanzen da die Flanke, Tony koppelt. 3 zu. Passiert jetzt im zweiten Durch. Die Baggies parallel gehen mal in die anderen Spielsteine. Crystal Palace spielt 2-2 gegen Watford. Swansea verliert 3-2 bei Bournemouth. Everton verliert 1-2 zu Hause gegen Hull. Später noch Man United gegen Middlesbrough. Burnley liegt, verliert 1-0 bei Sunderland und Southampton holt einen Punkt bei Tottenham. Man Liverpool, also das interessante Topspiel. Wir müssen jetzt hier heute erstmal etwas tun. Wilshere kommt rein für Maitland Niles, der überhaupt ein gutes Spiel gemacht hat da. Und dann Sanchez und Campbell nochmal tauschen auf den beiden Außenbahnen und damit gehen in den zweiten Durchgang. Matt Phillips geht raus bei den Baggies und dafür kommt Jonathan Lego in die Partie. Auch bei uns gibt es den ersten Wechsel, wie gesagt. Jetzt raus, Wilshere rein. Und jetzt hier mit hohem Druck Pressing. Mit Bellerin, mit Wilshere. Welbeck, Jack Will, keiner zum Seitenaus-Einwurf für die Gunners. Bellerin, Campbell, Flachbombt, Welbeck.
Welbeck mit seinem 8. Saisontor wichtig. Es geht hier vielleicht. Oh, und da muss man jetzt weitermachen. Bei den Lego gut dazwischen. Guillaume. Dawson. Balleinwurf. Rückgeworfen. Ball. Chambers. Liverpool auf McLean gespielt. Flanke lang und legt. Chambers, wie auch nehmen. Wheelchair. Mit Bellerie, mit Wellbeck, der nicht reinkommt, Lego, Chambers, Jacob, Seitenwechsel, Chambers, Bill. Livermore. Journey. Mit MC, mit Lea. Ist er noch irgendwie dran? Gibt Gasolle zur Eckball mit Sanchez. Gas Flanke. 6 Minute. Ganz, ganz wichtig. Gegen West Brom. Und damit steht es hier 2-2 ausgeglichen. Wellbeck mit dem Ausgleich. So, und jetzt geht hier vielleicht sogar noch mehr in dieser Party gegen die Baggies, die jetzt erstmal kommen über Lego. Lego gut dazwischen. Doch nicht. Das ist gut abgelegt. Das gibt's doch gar nicht. Czesny, was für eine Parade. Und der Ball von Frick, der dann den Nachschuss drüber geht. Boah. Puh. Riesenglück. Czesny mit Embers. Journey. Gasolla, Wiltshire, Bellerin gelegt, Wiltshire, Wellbeck, Gasolla, okay. 73. Minute. Irgendwie legt Kempel da den Ball irgendwie rein. Ganz, ganz wichtig. Sein erstes Saisontor, glaube ich. Ja, sein erstes Saisontor in der Premier League. 73. Spiel gedreht. 3-2. Wow. Wow, wow, wow. Also Arsenal zeigt hier jetzt doch Qualität quasi in dieser Partie. Jetzt hinten auf.
haben. Es geht weiter hier. Geht aber am Kasten vorbei. Chesney mit dem Abstoß sucht eine Anspielstation. Findet mit dem langen Ball Danny Welbeck. Beck setzt sich durch, behauptet den Ball und der Ball verlust. Geklärt, wichtig. Und Wiltshire. Wichtig. Und jetzt werden wir hier ist noch O. Wir wechseln. Gucken, ne? Kommt noch mal rein. Und zwar für Cazorla. Der lange Ball geklärt erstmal auf Niom. Niom, der lange Schlag. Die Gunners machen das richtig, lösen das hier spielerisch gut. Kempel mit Bellerin in die Linie entlang. Kempel und Cazorla raus. Jetzt nochmal der Wechsel. Kugler kommt dafür in die Partie. Bellerin beim Anwurf. Kempel nochmal. Jungs klärt. Zum Eckball. Noch 10 Sekunden, hier mal so die Nachspielzeit wird. Kurzer Eckball. Alexis Sanchez. Coquelin. 3 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Welbeck. Und das ist gut. Van Leer, Nachschuss, Außennetz von Welp. Hier los. Macht er nicht. Und somit könnte hier gleich Schluss sein nach dem langen Ball. Wenn der lange Ball von Van Leer denn kommt. Der lange Ball kommt. Coquelin, Kopfballduell verloren. Aber Jacob und jetzt. Ja, können sich eigentlich nicht viel vorwerfen. Schüsse 8 zu 7, Schüsse aufs Tor 4 zu 5, 56% Ballbesitz für uns, 17 zu 9 Zweikämpfe, 85% Passgenauigkeit bei uns, Bestpunkt 86%, also etwas besser minimal. Man of the Match heute Welbeck mit 9,3. Und damit gehen wir rein. City 0 Liverpool angestoßen. Und damit sind es nach wie vor 7 Punkte auf die Bayern auf Man United Rückstand. Die Bayern, was? Auf die Bayern Man United Rückstand, das ist aber egal. Wir etablieren Platz 2, der für die Champions League erreichen würde, was das Ziel ist. Ganz wichtig.
Und damit würde ich sagen, beende ich den Part, sage danke fürs Zuschauen, hoffe, er hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder zum 29. Spieltag in der Premier League. Bis dann, bleibt gesund, haut rein und ciao.